So, da unten, ich hatte doch, glaube ich, den Bar hatte ich ja extra mal eingesetzt. Das heißt, den lasse ich auch gerade noch. Einen Wechsel lasse ich mir noch über. Gut, ja, vorne sieht eigentlich alles gut aus, außer, wenn wir kennen's, ne? Hazard ist halt. Kommt bei dir einfach mal Baumgartner. Man muss das ja auch manchmal so ein bisschen nutzen, dass die Spieler so. RAV habe ich nicht drin, Pisscheck habe ich rausgenommen, damit Moukoko. damit Moukoko drauf ist. A4-1, das geht noch. Gerade noch so, ja, wenn du jetzt gleich pausierst, würde ich auch nochmal wechseln. 4-2, oh, 4-2. Ich glaube, ich gehe gleich bei mir nochmal mit dem Einsatz ein bisschen hoch. So, das ist dann der letzte für mich. Dann darfst du. Habe das mal benutzt. Mach dann, bevor du gleich weitermachst, mach einfach mal sicherheitshalber Szenen an. Vielleicht gibt es ja was. Scheint nicht so. Auch im Text sehe ich nix. Ja, 5-2 gegen Eintracht Frankfurt kann man machen. Alles gut. 3-0 gegen Und Leipzig kann man auch wäre machen. das nicht mehr auf dem Champions League Platz? Aber ich denke, wenn sie international spielen, ist das auch schon gut genug. Ja. Leipzig war die Pechmannschaft heute. Sie hätten wahrscheinlich das Pech, dass sie gegen dich spielen. Weil, Das meine, sind kann wir mal gut sein, ehrlich. ja. 23-3-1. Also du läufst. Du bist. Also wenn das so weitergeht, landest du bei knapp unter 100 Punkten. Ja, vielleicht. So, hier alles gut. Der Saar hat ein bisschen was bekommen. Das war ja auch der Plan. Ja, Vielleicht ich will ich sag noch irgendwo. mal. Oh, warte mal da. Oh, ja, oh, 125.000 Das steht da ist unter eine Menge. Versprechung. Ja. Aber ich sag mal, das hat die Frankfurter aus dem Konzept rausgeworfen. Aber das heißt, das Vorbereiten bedeutet nicht, dass du es einlöst. Das bedeutet, du kannst es theoretisch einfach mal sozusagen vorbereiten und nur bei Bedarf benutzen. Also zum Beispiel, lass mich ehrlich sein, in der Champions League würde ich das wieder machen. Ja, Vielleicht. vielleicht. Also ich würde zumindest wahrscheinlich vorbereiten. So, das ist alles gut. Jugendspieler vielleicht mal wieder Training besuchen? Ja, mal schauen, Ich ob weiß nicht, ob du die. es heute schon gemacht hast. Ja, also du hast ja auf jeden Fall dein, genau, den. Der ist 18, den soll ich also vor dem Ende der Saison Ja. sicherheitshalber hochziehen. Und da hattest du, glaube ich, auch mindestens einen der ganz. Ja, Genau, 8-8. 8-8. 8-8 war da der Stärkste, ja. Aber da ist es ja Moment, noch ganz gut, welches ne, hatte mit ich dem noch jetzt ein bisschen. bisher das 19? Okay, dann auch das. So, hier mit dir werde ich mal gerne labern, das passt. Für dich ganz ungewohnt, mal so eine Woche ohne Spiel in der Mitte. Ja. Ist ganz schön. So, Konter. Gegenpressing brauchen wir nicht. So, Abseits verlassen wir einmal drin. Wir machen aber das zweite Mal, machen wir stattdessen Dribblings rein. Dann werden wir hier die Ecken in den Strafraum und die Ecken, ja, wir waren schon drin da. Die Ecken, Ah, und wie wir sehen, nächste Woche geht dann auch, glaube ich, Champions League weiter. Weil du hast ja schon Manchester drin. Das sind, glaube ich, immer nur die nächsten Gegner. So, Pressing. Glaube ich nicht, dass wir das brauchen. Wir machen diesmal Defensivspiel, weil wir haben ein gutes Offensivspiel. Da bin ich auch ganz zufrieden mit. Emre Can ist ein wichtiger Spieler. Okay, brauche ich keinen Schicken. Das läuft noch.
alles gut. Jugendtraining gucke ich mir jetzt nicht an, weil, so wäre ehrlich, habe ich schon häufiger gemacht. Abseitsfalle 1, 2, 3 bei 90. Ja, sag ich gleich 2 und wir machen einmal noch Eckenrückraum. Und ich stelle ihn nochmal auf kontrollierte Intensive. Keine Ahnung, wie man das pusht. Aktive Erholung finde ich, ja, kann man machen, aber dann kriegt ihr da noch, was zu tun. Freistöße. Etwas, was ich so gut wie nie trainiere. Deswegen denke ich mal, es muss einfach mal wieder gemacht werden. Okay, da freuen sich noch alle beim 17er Training. Ja. Also ich denke, ich werde kurz vor Saisonende meine Jugend auch noch mal einmal wieder beobachten. So, bei mir sind sie super glücklich, weil das sind jetzt die Branche, sonstige Branchen. Sollte ich mal schlafen. Ja. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht die mega Transfer. Oh, Haaland. Ja, tut mir leid, Haaland. Ich hoffe, der ist bis zum Champions League-Spiel wieder fit. Sonst weiß ich ja, dass ich Akanji einfach in den Sturm stellen muss. Ja. Oder halt Mukoko. Ach, was ist denn bei mir wieder los? Alter. Ja, dann liest der eine den anderen an. Und sollen sie sich einen vermünzigen. Ach, guck, vernünftigen, Akanji. Ja. Und was ist das heute für eine Aufstellung? Ja, sieht ein bisschen aus wie Armee. Stehen in Reihe und Glied. Nein, können wir machen? Achso, ich habe zwei. Ja, okay, warte, dann gehst du aber runter. So. Schau, weil, das, ja. Ich will Akanji als zur Not, damit ich als Stürmer auf Tyler Adams, ja, Erling Haaland. Ist halt so. Mal kurz gucken. Kalacic, ja, geht so, brauchen wir nicht. So, Union Berlin. Du bist wer. Stimmt, der hat ja nur eine Grippe oder sowas oder einen Infekt oder sowas gehabt. Das ist ja, der ist wer da, deswegen. Achso, willst du sonst da nochmal bringen, damit du Pavard für die Champions League nächste Woche schonst? Oder? Ist eine Überlegung wert. Ja. Ja, Auswechselbank ist ja schon mal ganz gut. Zu Hause. Ja, da brauche ich nichts Besonderes machen. So, ich führe auch, alles gut. Ja, jetzt lege ich richtig los. Gut, Mukoko. Ja, dann machen wir den Wechsel. Wie gesagt, eine interessante Aufstellung. Ja, mal was anderes bei dir. So, wie sieht es hier notenmäßig aus? Davis ist ein bisschen schwach. Und Hernandez. Dann darfst du mal da rein. So, Gonzales. Bar. Ja, bei mir rappelt's.
Ja, ich will dann gleich auch noch mal. Ja. So, was mache ich denn da? Da machen wir Einen nichts. Wechsel hast du nur noch. Ja, ich weiß. Ja, bei mir wurde es ein bisschen ruhiger. Ja, das Gute ist, Leipzig hat heute verloren. Nee, unentschieden gespielt gegen Werder. So, eingesetzt. Ja. Prima Und Ball. dadurch, dass Leipzig jetzt wieder mal 2 Punkte auf mich verloren hat. Auch spannend hier. Hatte eigentlich nicht so viele Tore. Okay, ich kann anscheinend nicht mehr auf dich umstellen, wenn vorbei ist. Doch, darf ich eben? Ja. Achso, nee. Stimmt, geht nicht. Egal. Dadurch habe ich jetzt aber 9 Punkte auf Leipzig Vorsprung. Ja. Dadurch, dass sie unentschieden gespielt haben. Das ist sehr gut. Ja, Gladbach setzt sich auch ein bisschen ab, obwohl sie nur unentschieden gespielt haben gegen Hertha. Na, wäre eigentlich mehr drin gewesen, finde ich. Ja, schwach. Ja, ansprechender Fußball. Aufstellung war nicht gut. Ja, gebe ich dir recht. Das war auch eine komische Aufstellung. Aber ab und zu, ich dachte mir einfach mal, man kann es ja mal probieren. Der Co-Trainer denkt sich ja vielleicht dabei mal was. Ja, vielleicht auch nicht. Und die habe ich noch nie gehört. Es war meiner. Oh, der war 3,9. Ja, nee, ich hatte ja auch gekriegt. So, nee, du hast Freistoß, nämlich fast fertig. Ja, gut, das ist wahrscheinlich einer, den ich demnächst mal Oh, das reinnehme. ist schade. Aber okay, Ja, das ist das Piszczek. Alter, ne? Ja, Piszczek hört ja eh zu Saisonende auf, von daher ist mir das. Ich hätte ja sonst den Vertrag mit ihm vielleicht noch mal um 1 oder 2 Jahre verlängert. Ach so, jetzt ist Manchester für mich. So, wer ist denn hier alles noch? Na, schade. Die werden alle. Der Türkse ist vielleicht wieder fertig. So, Ausrüster für. Oh. Gib dir das doch auf Donnerstag. Da hast du wenigstens noch Platz. Ja, das Problem ist eher hier unten, das macht mir Ja. Sorgen. Deswegen war ich nur einen von den beiden Ja. Terminen. So, wir werden hier einmal Distanzschüsse machen. Und Ecken kurz. Erholung lassen wir drin. Gegen Jankoin und dann gegen Werder. Ja, du kannst dir leisten. Ja, weil ich Heimspiel habe. Ja. Beide Male. So. Superfood. Olé, olé. So, gute Besserung, Thomas. Jetzt wenigstens dankbar. Was bist du? Oh, die wollen mir 1 Million weniger zahlen.
Und dann 2 Millionen mehr. Ja. Ich habe jetzt halt, ja, ich weiß, ich habe jetzt nur um ein Jahr verlängert, aber. Gute Besserung, Leroy. Oh, Nibel ist krank. Ja, da kann ich mit leben. Du immer mit deinen exzentrischen Leuten. Ja. Okay, Haaland ist nicht fit. Ja, wir machen dann jetzt diesmal wirklich die Variante. Warte. Okay, ihr tut euch auch echt nichts. Mir fällt auch auf, wo ich jetzt gerade rechts so in deine Spielerübersicht schaue. Du hast sehr wenig Leute mit Führungsqualität. Ja, okay, da sind. Ja, okay. Ich spiele alles. Ja. Okay, die haben jetzt. Ja, also, wir haben jetzt halt nicht sowas wie ich mit Haaland. Also. Ja, nehmen wir doch einmal ein bisschen Wut mit. Und nee, sehen wir uns fürs Rückspiel auf. Ich darf denen auch nicht immer Geld anbieten bei wichtigen Spielen. Okay, 122 ist nicht wenig. Nö. Vor allem, du musst ja bedenken, 2 deiner 13er stehen nicht zur Verfügung. Ja, hier fehlen mir eine ganze Reihe guter Leute leider. Ja. Ich lasse das sogar wirklich mal mit der recht starken Aufstellung. Kannst ja, wie üblich, du spielst auswärts. Ach, wie schade. Will aber trotzdem. Ah, da habe ich diesmal gar nicht drauf geachtet, was er da eingestellt hatte. So, da gehen wir mal wieder ein bisschen über die Taktik. Da reicht aber ein bisschen. Achso, da hatte ich jetzt gar nicht geschaut. Hatten die was richtig Starkes? Da habe ich auch nicht geguckt, aber glaube ich nicht. Ja, viel Erfolg erstmal. Ja, wünsche ich dir auch. Ein Unentschieden ist ja für dich theoretisch auch in Ordnung, solange du ein Tor schießt. Ja, setze ich für jetzt wieder. Okay, bei mir wird es ein paar Anpassungen geben. Du bist dran. Oh, Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt. So, notenmäßig ist ansonsten okay. Das heißt, wir schauen jetzt mal, wer ein bisschen kaputt ist. Da würde ich jetzt. Bekommst du mal ein bisschen Einsatzzeit? Den Goretzka? Goretzka ist doch. Ja, nee, geht noch. Nee. Den Rest lasse ich mir noch. Oh, 2 Wechsel noch zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Eigentor, schön. Ich mag nicht diese Heimspiele, glaube ich, in der Champions League.
So. Ich will. Achso, ja. Ja. Mach du zuerst. Ich meine, ist ja noch alles gut. Also ein 2-1 auswärts ist ja eigentlich ein echt gutes Ergebnis. Ja. So, du darfst. Sauber. Nicht so gut. Drei, drei Heim ist schon. Das sind schon echt viele Gegentore. Ja, aber es ist besser als gegen. Ja. Jawohl. Du hast immer noch drei Gegentore bekommen. Ja, aber ist egal. Es ist besser als gegen Inter Mailand, wo ich 3-1 zu Hause verloren habe. Ja, kurz. Aha, Rocker wieder. Das Ja, finde ich gut. 3 Tore bei 2,3 Chancen ist ja auch gut. Ja. Darf ich nochmal ganz. Ist Ach jetzt ein nee, geht Fall. das noch? Ich glaube, man kann nur einmal anscheinend wechseln. Das sollten wir uns auch merken. Ja, okay, ist egal. Ergebnis. Gut, Ich sag mal Schulz. gut. Oh. Okay. Soll ich sagen, was ich immer nehme? Geht nicht um Was mich. nimmst du? Geht nicht um mich. Ja, danke. Die Besten der Welt. So, das Ergebnis war gut. Ich bin. Es geht übrigens nicht um mich. Okay, mal eben kurz gucken. Manchester, okay, Brügge. Brügge würde ich als Gegner sofort nehmen. Ja, Ja. wenn die sogar, aber sind wahrscheinlich. Kann man hier irgendwie Nee, die. aber guck, die haben. Nee. Ich suche Irgendwo sagen sowas wir da doch. wie die Stärke, weil wo bei uns dann 11, irgendwas, 12, irgendwas steht. Ja. Okay, das ist, glaube ich, unter 10. Ja, unter 10 Teamstärke. Von daher würde ich die sofort als Gegner nehmen. Mir ist es egal, solange ich, wenn ich ins Halbfinale komme, nicht gegen dich spiele, ist mir der Rest egal. Ja, ist die Frage. Ja. Wir waren ja, glaube ich, in der ersten Gruppe, also A und in der untersten. Nee, Heißt aber das das ist jetzt nicht? egal. Das Okay. ist jetzt egal. Das ist alles gut. Ah Gut, ja, gut. das bin ich. Die wollen mir 13 auch Millionen, weniger bisher kriegst geben. du 15. Unverschämtheit. Sie bieten mir mehr Titelprämie, aber trotzdem. Ja. Hab kurz überlegt, ob ich noch mehr mache, aber dann geht der Balken auf einmal schwupps ins Rot, dann nee, ist schon okay. Das ist mehr als vorher. So, und jetzt gegen Wolfsburg. Wie sieht es denn hier aus? Du kommst aber auf die Auswechselbank. Hier für ihn stattdessen. Den Bar wollen wir wieder reinholen. Wer von den Innenverteidigern ist erschöpfter und jünger? Machen wir es diesmal so. Ja, aber ich weiß noch, der Nianzou Tanguy, der ist letztes Mal nach ein paar Minuten mit einer roten Karte runtergeflogen. So, den Rest lassen wir so. So.
Nein, diesmal ohne dreckige Tricks heute. Ausnahmsweise mal. Oha. Dabei habe ich dir noch Mann gedeckt. Ja, Kapselprellen. So, jetzt muss hier aber was geschehen. Wer hat denn hier ganz schlechte Noten? Der ganze Stürmerbereich. Ja, dann wird das hier mal geändert. Eine RAS habe ich gerade nicht. Den Bazaar hole ich jetzt noch nicht reich. Ich lasse mir noch einen hier über. So, 0-0. Hazard, Mensch. Sauber 1-0. Ich will mal eben einmal ganz kurz. Nur mal eben einmal. Okay, ich schalte wieder auf. Bin nicht zufrieden. So. Jetzt wird bei mir gewechselt. Hazard hat jetzt auch noch. Alan jetzt noch gelb. Dann wird er jetzt Ich werde gleich auch noch was ausgewechselt. machen. Rebo kommt. Und. Ihr seht eigentlich sonst alle ganz gut aus. Dann kommt Sagadu für Akanji. Weil Hummels spielt bei mir jetzt durch, weil er ja Champions League nicht spielt. So, einen Wechsel habe ich noch. Ja, hier, die sind ein bisschen kaputt. Kann man nicht ändern. Ja.